Konnichiwa zu einem Video von mir. Ich befinde mich gerade in Inuyama und ja, werde heute auch den Tag hier verbringen und ihr natürlich auch dementsprechend. Erstmal 1000 Treppenstufen nach oben steigen. Zum Glück ist es heute nicht. Danke, Flugzeug. Zum Glück ist es heute nicht so, nicht so laut. Zum Glück ist es heute nicht so warm wie sonst. Und es ist nicht so schwül. Deswegen kann man das echt gut aushalten. Aber trotzdem, Treppen sind ein bisschen anstrengend. Und es geht weiter nach oben. Oh Gott. Aber es sieht wenigstens schön aus. Viele Bäume, viele Grillen im Hintergrund. Hi, Osama. Hi. 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 Schloss gefunden. Jetzt gehen wir noch da hoch. Glaube ich zumindest. Also hoffentlich. Und heute sind nicht so viele Menschen da. Das ist auch schön. Jetzt freie Sicht auf das Schloss. Jetzt so. Und die Treppen sind ziemlich steil. Oh Gott. Und ich doofe ganz, hab natürlich einen Rock an. Das ist natürlich sehr klug gewählt. Wer hätte gedacht, dass die Treppen so oder so. Naga, naga, ist gerade da gerade teil her. Letztens, vor einem Monat circa, ist hier ein Blitz eingeschlagen auf das Schloss. Und das sind hier die Bruchstücke davon. Wir sind jetzt im Schloss drin und hier ist es aber warm. Aber hier gibt es eine schöne Aussicht nach draußen. Kann man den Fluss sehen. Und früher, als es hier Krieg gab und so, haben die Leute von hier Steine rausgeworfen und die Gegner damit abgeworfen. Die Treppenstufen werden irgendwie immer höher. Oh Gott. Oh Gott. Anstrengend. Wir laufen gerade den Weg wieder runter.
bin gerade in einem kleinen Museum. Und in Japan gibt es so viele Feste und so. Und da wird zum Beispiel sowas gefahren, gezogen. Und da ganz oben, zoom euch mal ran, da oben, da sind so Puppen drin, die kann man so bewegen und so. Ist halt sowas eigentlich. Und ja, in dem Museum hier gibt es halt diese Puppen, die sind aufgestellt. Und ja, deswegen schauen wir uns das gerade so an. Können verschiedene sein, sowas wie die Dame hier oder der Mann hier. Oder halt auch sowas. Oder so jemand.